am Vortag Backofen auf 175 Grad vorheizen, Boden der Springform einfetten, 50 Gramm Butter schmelzen, die Eier trennen, 4 Eigelbe mit 100 Gramm Zucker und 1 Pk Vanillezucker schaumig schlagen, 4 Eiweiße steif schlagen mit 100 Gramm Mehlstärke und Backpulver, unter die Eigelbcreme heben, die flüssige Butter runterziehen. Teig in die Form füllen, im Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, ca. 30 backen. Biskuit auf ein Kuchengitter stürzen, über Nacht ruhen lassen, waagerecht halbieren. 2 übriges Mehl auf die Arbeitsfläche häufen, übrige Teigzutaten dazugeben. Alles rasch zu einem glatten Mürbeteig verkneten. Diesen in Frischhaltefolie gewickelt, 30 kalt stellen. Backofen auf 200 Grad vorheizen. Teig auf wenig Mehl ausrollen und den Boden der Form damit belegen. Den Teig mehrmals mit einer Gabel einstechen und im Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, ca. 20 backen. 3 für die Füllung Gelatine 10 in kaltem Wasser einweichen. Eigelbe mit Zucker, Zitronensaft und Champagner, über dem heißen Wasserbad schaumig schlagen. Die Gelatine ausdrücken, bei kleiner Hitze unterrühren, auflösen und 2 Esslöffel warme Eigelbcreme unterrühren. Die restliche Creme unterziehen. Creme kalt stellen, bis sie halb fest ist. Sahne steif schlagen und unterheben. 4 Mürbeteig mit Marmelade bestreichen, Tortenring um den Boden stellen. Eine Biskuithälfte darauflegen und mit der Hälfte der Creme bestreichen. Die zweite Biskuithälfte auflegen und mit der übrigen Creme bedecken. Die Torte ca. 2 Stunden kalt stellen, dann den Tortenring entfernen. Marzipan mit Puderzucker und Pistazien verkneten und zu einem Streifen, Klammer auf 70 x 8 cm Klammer zu, ausrollen. Marzipanstreifen um die Torte legen und andrücken. Die Basis in Stückchen brechen und die Torte damit bestreuen, dann mit Puderzucker bestäuben.